Schlimmer als Docken, ne? Schubhorn? Oh, vielleicht braucht man die Klaue hierfür. Oh, da war was. Bord, ich hab's gesehen. Na, Bord. Ha! Hi, Sunbury. Whee, yay. Okay. Nu? Unsere Aufgabe ist... Recover Sunbury Kerbin on Kerbin. Das heißt, wir schmeißen hier sie wieder raus. Und suchen jetzt das andere pinke Ding. Wo auch immer es inzwischen ist. Da ist ein Mond. Näher ran, näher ran, näher ran, näher ran. Da. Set as Target. So, jetzt darfst du zurück. Sie ist immer noch nicht da. Okay. Let go. Er ist Dingens an. Und runter. Vorwärts und runter. So. Okay, also ist schon mal gut gegangen. Also Befürchtung Nummer 1 war, man bräuchte eine Docking-Klammer. Das hat explodiert. Man bräuchte eine Docking-Klammer. Und die habe ich nicht und Docken ist doof. Befürchtung Nummer 2 war, man bräuchte die Klaue. Was aber doof wäre, das müsste eigentlich vorher bei der Missionsbeschreibung angezeigt werden. Und ich hatte noch eine dritte Befürchtung, die ich aber inzwischen wieder vergessen habe. Er ist ein wenig zügiger unterwegs. Wahrscheinlich hat er keinen Bock mehr, mal zu sein. Nach 3 Jahren oder was. Aber mal im Ernst, ich glaube nicht, dass wir es mit dem bisschen Treibstoff nach Hause schaffen. Ich meine, es wäre cool und so, aber nee. Aber wenigstens haben wir sie jetzt beide in einer Kapsel für den nächsten Rettungsversuch. Das ist schon mal ein Anfang. Ja, und hier ist es wesentlich leichter reinzukommen. So, das wäre das. Jetzt zurückwechseln zu dir. Kannst du hier drin irgendwas Tolles machen? Nö. No. Na gut, dann haust du jetzt auch ab. Hast dann wieder hoffentlich einen vollen Tank? Ja. Hast das Ziel... Okay. Hast keinen Target. Target wird diesmal rausgenommen. Okay. Set as Target. Target. Gut. RCS an. Schub vor, Schub runter. So. Mann, Mann, Mann. Rechts. Einsam im All. Ausgleich, sonst klatschen wir gleich gegen. Vorhuch. Ausgleichen, ausgleichen und... Zu Hause. Crap. Board. So. Ja, Recover zählt wohl wirklich nur, wenn wir zu Hause rankommen. Ja, wir haben jetzt 52 Liter. Damit müsste ich... ja. Add-Manöver. So, ich muss jetzt irgendein
Winkel finden, wo ich einen Periapsis habe, die möglichst nah dran ist. Wieso zum Beispiel? 1,5 Millionen. Das klingt okay. Das heißt, ich gebe da vorne gleich Schub. Und hoffe, dass es reicht. Problem, was wir nämlich haben, wenn das jetzt nicht hinhaut, dann sind wir vom Mond weg und haben einen nervigen Orbit um Körben. Und da dann eingefangen zu werden, ist auch nicht gerade schön. Und ich bin drüber weg, ne? Ja, egal. Es ist ungefähr das gleiche. Das ist keine Millimeterarbeit hier. Fuck. Ich hab den falschen. Ich steuere dagegen. Wo ist jetzt mein neuer Orbit? Nein! Besser. Okay. Weg mit dir. Wir knallen nicht irgendwo gegen? Nein. Okay. Weiter. Bye bye Kapsel. So. Jetzt müssen wir an die Apoapsis und da die letzten Liter Anschub geben, um die Periapsis runterzubekommen. Mit 6. Das sollte hinhauen. Sehr schön. So. Jetzt sind beide noch da, ne? Alles gut. Geh auf Gegenkurs. Da ist so viel schief. Geh auf Gegenkurs, SAS an. Und das ist ein Level 0 Pilote, ne? Nur mal so nebenbei angemerkt. So. Ja, das haut. Oh, was war? Nein. Neun. Achso, alles gut. Wir kommen jetzt zu heiß rein. Ich muss nochmal kurz die Periapsis ein bisschen anheben. So. Was für eine Mission da. Was? Nein. Ich will nicht wieder eingefangen werden von irgendwas. Geh weg. Natürlich wieder im Dunkeln. Material Study kannst du ruhig mal machen, aber ich glaube, wir können sie nicht verschicken. Nee, und die wird eh gleich abgesprengt, also mach das. Egal, mach. So. So, wir sind jetzt gleich am Eintreten. Den restlichen Sprit verballere ich für Gegenschub. Wie viel haben wir da noch? Echt nicht viel. Ja, mach. So, und jetzt bitte nicht verbrennen. Danke. Bleibt nichts als warten. So, ein Ticken anders ausrichten vielleicht noch. Kamera ist gerade für mich ungünstig. Mach SAS aus und pendelst du dich selber ein. So, wir sind bei 3000 Sachen. Das ist nicht so schön. Hinten ist schon was verglüht, ja. Da. Puff. Puff.
Ist hier noch keinerlei Hitzeanzeigen. Sollte mal gleich kommen. Abwärts des Rars gerade runter. Hilft mir aber noch nicht so wirklich. Sind noch schön weit oben. Damit baut sich auch nicht ganz so viel Hitze auf. Da ist der Mon. Mit der Moonbase. Einfach. Geschwindigkeit unter 3000. Zwischendurch brutzelt da ein bisschen was, aber ist okay. Ich weiß nicht, was brutzelt, das kann ich nicht sehen von hier. 2,8 gleich. Sollte passen. Ja, GZ Sunbury. Wurde erfolgreich gerettet. Das heißt, die Mission hätten wir auch, dann bleibt nur noch die Minmis-Mission. Das heißt, wir haben keine losen Enden mehr. Und auch keine Quasi-Kredite, die halt unpraktisch sind. Weil wenn man es denn failt, dann, ja, ist nicht so schlimm. Können wir gleich mal schauen, was wir noch so für Missionen haben. Wir sollten auf jeden Fall noch mehr Satelliten rausschicken. Also auch bei Minmis und bei Duna dann. Ich glaube, für Duna haben wir schon eine Mission, aber ich habe sie noch nicht angenommen. Freu. Wie sieht's hier aus? Ah ja. Apoapsis geht runter. Also 45.000 Meter scheint ein guter Eintrittspunkt zu sein. Also angepeilter Eintrittspunkt. Für so höhere Geschwindigkeiten. Weil man dann recht lange in den Schichten ist, wo noch nicht so viel Reibung ist. Aber genug Reibung, um halt die Geschwindigkeiten einen Ticken runterzubringen. Und nicht genug, um zu vergnügen, wenn das Sinn macht. Ein bisschen. Und der Feuerball, der so 3-4 Mal um Körben rumkreist, sah bestimmt auch ganz cool aus von unten. So, 2000 Meter. Die Sekunde. Kommen wir schon wieder auf die helle Seite. Jetzt sind wir gerade wieder. Oh, wir hatten gerade die Apoapsis. Wir sind gerade wieder kurzfristig gestiegen. Nice. Okay, und wir crashen da hinten beim Krater. Okay. Okay. Schon ist wieder heiß. Aber wir verlieren Geschwindigkeit. Ich weiß jetzt nicht, warum man so aufdreht, was das da angeht. So, weil die Geschwindigkeit zu stark abgebaut wird. Okay. Wir müssen nur noch einiges an Geschwindigkeit verlieren, bevor ich den Fallschirm einsetzen kann. Ja, das ist in Ordnung. Oh, schade, wir kommen nicht auf die Landfläche da. Da könnte ein Easter Egg sein. Ich weiß, dass auf Kerbin mehrere Easter Eggs versteckt sind, habe sie aber nicht bisher gefunden. Auch nicht wirklich besucht, aber das könnte man übrigens auch machen, wenn die Flugzeuge dann irgendwann doch nochmal ein Thema werden. So, du darfst schon mal deployen. Rest kommt gleich auch noch. Aktivieren, umdrehen. Gott. Oh, oder? Was? Mit 173? Geh einfach runter. Das müsste gleich aufblinken. Ist nur noch kurz vorm Einschlag oder Auftreffen den Warp-Faktor wieder unternehmen, nicht, dass er wieder den Bug auftritt. Das wäre jetzt mega ärgerlich. So.
EVA-Report? Nee, 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 nee. Die Forschung hier machen. Temperature Scan, Keep Crew Report, Keep Pressure, Keep. Es bringt mehr als der Flug selber jetzt. Das Keep. Wir haben keinen Scientist dabei für Surface Sample. Also Wasser Sample. Und Recover. So, Forschungspunkte. Cool, könnten reichen für das nächste. Schön, 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 schön. Und Level up hier, Level up da. Dann, dann, dann. Und es ist erfolgreich. Ja. Guti, guti. Wir haben nur noch Explore Minmus. Dann nehme ich doch mal. Mist. Die Satelliten-Duna-Mission ist weg. Ja, das ist sehr schade. Vier Touristen tue ich auch. Nee, nee. Mhm. Noch ein Mondsatelliten? Nee. Nö, ich glaube. Conduct observational survey of the moon near Bob. Mhm. Mhm. Take a surface sample on the surface at area bla 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 bla. Find observational inconsistencies. Achso, weil Bob draußen ist, gibt es jetzt Missionen, die bei Bob in der Nähe auftauchen? Akzeptier das mal, ich weiß, was es jetzt macht. Geh zu Bob. Wir schalten live zu Bob auf dem Mond. Ja, da. Sehr grau und gestreckte Texturig. So, und wo musst du jetzt hin? Activate Navigation. Navigation set to area bla 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 bla. Ich sehe. Ah doch, da. Blub. Keine Zielangabe, ne? Wir haben kaum noch Sprit. Den sollte ich eigentlich nutzen, um da hinten hin zurückzukommen, was 6 Kilometer entfernt ist. Ja, wie nah ist das? Okay, wenn von da bis da 6 Kilometer sind, sind es von da bis da vielleicht 1,5. Müsste jetzt also 1,5 Kilometer so gehen. Wie viel km/h läufst du? 1,2 Meter Sekunde. Oh, ich kann springen. Stimmt, auch oh, Jetpack soll ich ausmachen. Au. Ich kann springen, wollte ich sagen. Das sollte schneller sein als gehen. Ne, 1,1. Okay, dann vielleicht so einen kleinen Schub. Wusch. Und dann aufwarten. Denn auf der Nase weiterrutschen. Das ist schneller als gehen. Hügel runterrutschen ist noch viel toller. Wobei, er rutscht es nach links ab, ne? Hui. 8 Meter die Sekunde. Auf dem Helm. Oh, ist nicht stärker. Oh, was ist das, sein Fuß? Ich glaube, es war gerade sein Fuß. Nicht, dass es gleich Puff macht, das finde ich so schön. Das sind mal Ragdoll-Physik-Animationen. So, steh auf. Ja, ja, ja. Ja, okay. Ich verballer jetzt ein bisschen was an Sprit und werde in einem Zeitraffer zurückgehen zur Moonbase.
Yay, ich freue mich schon auf meinen Nachmittag, den ich so verbringen werde. Na, ist zu weit. Ich mache es folgendermaßen. Ich mache jetzt bis zum Ende dieses. Steh auf. Bis zum Ende dieses Videos gehe ich mit ihm einfach jetzt in die Richtung. Und melde mich dann am Anfang des nächsten Videos hoffentlich an der Stelle. Wobei, es ist nichts Besonderes. Ich gehe da jetzt nur hin und mache eine Surface Sample und kriege da meine Mission erfüllt. Ja, also ich stelle mich dann dahin und melde mich dann Anfang des nächsten Videos wieder. Dann springen wir Anfang des nächsten Videos zu ihm hin, weil ich ja nicht bei ihm abspeichern kann. Nehme die Surface Sample und dann gehe ich irgendwann anderes Mal mit ihm zurück. Also bis dann.